Und ich krieg das. Ich krieg das. Ich krieg dich nicht. Verdammt daneben. Ach, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Als würde ich wirklich danach greifen. Juhu. Geschafft. Mit Controller hätte das jetzt nicht signifikant schneller gegangen. Stimmt, ein offizielles Axido-Stream-Regelwerk wäre ja was. Gibt es nicht. Nein, also das, die einzige Regel ist Chaos. Wenn irgendetwas nach Regelmäßigkeiten passiert, dann ist da irgendwas faul. Und höpp! Hoch da! So. Eine Frage von Jerome. Was? Von? Eine Frage von Jerome. Was hältst du von Nudeln mit Tomatensauce? Erstens, bitte, du darfst ihn gerne sofort rausmoderieren. Und zweitens, ja, okay, Nudeln mit Tomatensauce sind toll. Hm? Ja, finde ich auch. Komm schon! Ach, geschafft. Übrigens, ja, manche Namen bitte nicht einfach nennen, ich kenne meine Pappenheimer. Okay. Außer natürlich, die sagen, ja, okay, wobei jetzt ist eh zu spät. So, was ist denn eigentlich der verbleibende Stern? Vielleicht kriege ich den auch noch. Was wären die? Koopas Superparadies? Was ist denn Koopas Superparadies? Oh Gott, das klingt schon so böse. Muss ich da wieder ein Rennen laufen? Oh, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, das hat damit zu tun. Moment. Muss ich jetzt extra? Oh nein. Okay, ich muss jetzt also wahrscheinlich erstmal die Wario-Mütze holen, damit ich dort weiterkomme. Ne? Oh Gott, das ist ein Stern, den kenne ich nicht. Der ist neu. Ach komm, schwimm, Mario, schwimm! Schwimmen um dein Leben! Nein, er ist hängen geblieben. Das ist so, als ob ich gerade auf einem Skateboard fahren würde, aber in Wirklichkeit schwimmt jemand damit. Du bist auf einem Skateboard, bist aber die ganze Zeit an derselben Stelle. Ist das doof? Ja, diese Steuerung ist leider nicht auf den, auf den Schwimmpart ausgelegt, aber ehrlich gesagt, dass ich ausgerechnet ein Schwimmlevel damit mache, das ist eine blöde Idee gewesen. Okay, also erstmal, Wario. Mütze, diesmal kriege ich sie. Oh, auf Anhieb. Ja. Blub, blub, blub. Und dann muss ich mit Wario wieder zurückschwimmen. Ach du Schande. Ach du gute Güte. Der ist, glaube ich, langsamer, was das Schwimmen angeht. Das sieht auf der Kamera so süß, so witzig aus. Ja, ich merke schon. Naja, außerdem, ich spiele nur Spiele, bei denen ich mich zum Deppen mache oder witzig aussehe oder sowas. Ich meine, kann man sich noch erinnern an Mein Ponyhof 3D? Ja. Noch so ein Beispiel. So, jetzt lasse ich den einfach nur ein bisschen... Obwohl, das geht nicht, das muss schneller gehen. Sonst geht ihm die Luft aus. Der Arme. Ja. Armer Wario. Und nicht etwa armer ich, weil ich... Nein. Nein, oh nein. Nein, nicht etwa armer ja, ich. Ich würde es bitte unterlassen mit diesen Erotikbildern von Marco und Axido. Danke. Nö, das war ehrlich gesagt noch einer von den von den Sprüchen, die ich lustiger fand, als reden wir über Brüste. Da, wer sich da angesprochen ja. fühlen darf, ja. Oh Gott. Oh Gott, erstmal geradeaus. Nee, Moment, so. Geradeaus, geradeaus. Jetzt ein Stück hoch. Münzen sammeln. Schön. Okay. Und jetzt schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, hoch, 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 hoch.
kommt auch irgendwann dann mal. Ach. Ein Ende. Ja, ehrlich gesagt, ich lasse das jetzt einfach so. Und er ist oben. Schön. Jetzt darf ich nur nicht von irgendwas gefressen werden oder mir darf sonst nichts passieren. Oh nein, ich habe eine Idee. Ich weiß, was los ist. Ich weiß, was ich machen muss. Na gut, kann ja nicht so schwer sein. Die Steine erstmal kaputt machen, das ist klar. Ja. Und bam! Okay, da war nichts drin. Aber hier ist was drin. Hey. Bam! Und da ist er auch schon. So, jetzt habe ich ein Problem. Deswegen lasse ich das jetzt einfach erstmal. Und... Oh Gott. So, genau, das war mir nämlich klar, dass das so schnell gehen würde. Und deswegen werde ich... so. Jetzt wirst du noch langsamer. So, und jetzt. Ach nee, ich dachte, es wäre was anderes, okay. Na komm. Komm, komm, komm! Ach, Mist. Da kommt doch hoffentlich wieder ein neues, da, ja, gut. Ja, das ist zum Stern und dann im Nein. Nein, das ist eine schlechte Idee. Ich muss da so schnell wie möglich auf den Cooper-Panzer. Und wenn der erst runterfällt, ist das schlecht. Okay. Tut mir leid, aber ich weiß, was ich tue. Glaube ich. Ja, aber ich nur helfen. Ja. Und, oh, komm schon! Ich meine, ich habe ja so nicht viel Zeit. Das ist es ja. Oh Gott. Also, hüpp. Und... Oh, eine interessante Frage an dich. Du hast ja gesagt, dass du mit dem Layton-Fangame weiter wieder anfangen willst. Suchst du noch einen Synchronsprecher? Erstmal nicht. Ich suche derzeit Zeichner. Ich bin froh, dass ich eine ganz tolle Zeichnerin oder eine Zeichnerin in Spee gefunden habe. Sagen wir es mal so. Und komm schon! Och! Das war diesmal echt knapp. Ja. Komm. Alles klar. Der eine synchronisiert einfach den Felsen. Ja, okay, für den Felsen ist natürlich immer jemand gesucht. Und BÄM! Nein! Das ist ein Witz! Ja. Ich muss da springen! Drecks Mist! Oh oh. Oh. Naja, wenigstens kann ich jetzt auch als Mario weitermachen. Stimmt. Das hilft vielleicht sogar ein bisschen. Ich weiß nur noch nicht, wobei. Der ist schneller. Ja, komm schon. Ha. Das ist ja auch so eine merkwürdige Physik-Sache hier. Beziehungsweise Lebensenergie-Sache. Mario hat an sich... Oh, wenn ich jetzt so mache, dann müsste ich eigentlich... daneben. Okay, nein, was ich meine, und zwar, er kann Schaden nehmen im Wasser und wenn er wieder auftaucht, dann, ja. Dann, oh, jetzt werden hab ich einen Blödsinn gemacht. Erst laufen würden. Ach komm, ja, das war nix. Okay, dann, auf ein neues. Oder ich muss mich gleich so hinstellen, dass ich, ach komm, okay. Okay, nein. Also erstmal. Ich glaube, ich schaff das, wenn ich es richtig mache. Ja, schaffen musst du. Okay, Moment. Nein, nicht so. So, Moment. Hä? Ah, nee, nicht ganz. Scheibenkleister, das ist so... Nicht gerade, jetzt ist es fast gerade. Aber nein, das... Ach... Ich versuch's nochmal auf die ganz, ganz normale Methode, wie die ich die ganze Zeit versuche. Ups. Ja, also der Flippin fragt, falls du irgendwann Synchro... Also, ja. Halt, keine Frage, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Und zwar, falls du irgendwann Synchro-Sprecher brauchst, hätte er Interesse daran. Okay, er oder sie? Das ist wichtig, ich glaub, bei Synchronsprechern. Flippi, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, ob es ein er oder eine sie ist. Außerdem, sowas kannst du mich auch in Skype fragen. Also, ich meine jetzt Flippi. Ja, solche Fragen muss man jetzt nicht unbedingt im... Oder? Geht das überhaupt? Nein. Gut zu wissen.
Ich meine, ich weiß, wen ich in meiner Skype-Liste hab und... Komm schon. Ich muss das schaffen. Für meine Ehre oder sowas. Wenn ich denn sowas hab. Oder sowas. Ja. Na komm. Ja, jetzt ist eh zu spät. Und... Oh nein! Ah, es klappt! Okay, jetzt los. Und jetzt... Ja! Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Ich schaff das. Ich schaff das nochmal, diesen blöden Dings zu treffen. Und ja, so zum Beispiel... Die Wand zu treffen. Ja. Und... Willkommen, Leiter 28. Du hast eigentlich gar nichts verpasst, außer zwei Sterne. Außer und zwei Sterne, ey, ich will mal sagen hier, das war gut. Ja, das war echt gut, aber und Axino hapelt so sehr, weil er gerade mit Kinect spielt. Also halt mit Bewegen, sozusagen ist er das Steuer. Ich bin das Steuer. Nein, egal. Willst du mal meinen Steuerknüppel sehen? Entschuldigung. hoppa. Und jetzt runter und dann nur noch rückwärts. Komm schon. Ach komm. Jetzt muss ich nur noch rechtzeitig. Nein, das wird nichts mehr. Ah, Mist. Ach komm schon. Und rückwärts, rückwärts. Umdrehen. Ah, shit. Das ist schön, so einen leichten Stern. Also einer, der normalerweise gar nicht viel braucht. Vorsichtig. Darauf. Und jetzt nochmal. Nein! Nein! Okay, ich warte hier erstmal und. Na komm. Ist da keine bessere Methode? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe gerade schon probiert, aber ich kann mir das nicht. Ich kann mir auch die Kamera so nicht drehen, wie ich sie brauche. Hm. Ach, daneben! Ach komm schon! Der hat aber auch echt einen kleinen Zeitlimit. Der hat aber auch echt einen kleinen, ja. Kleines Zeitlimit, übrigens. Ja, du weißt doch. Gott, jetzt ist gerade meine Stärke. Und, komm. Ja, komm. Es gibt eine bessere Methode. Welche? Ohne Kinect-Steuerung spielen. Dankeschön. Danke an denjenigen, der diesen hilfreichen Tipp gegeben hat. Oh Mann. Eher würde ich den Kurs verlassen, als einen Controller zu benutzen. Und komm schon. Ja! Genau getroffen. Und jetzt noch. Oh komm! Oh. Das ist ja auch gemein, dass man da noch einen Sprung machen muss unbedingt. Warum? Wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, ich hätte das Ding schon längst haben können. Bei dem einen Versuch mit Wario war das perfekt. Wer hat die Entscheidung genau mit der Kinect-Steuerung zu spielen? Dafür möchte ich bitte nicht verurteilt werden. Ich möchte nur ein neues Spielerlebnis haben mit einem alten Spiel. So, komm schon. Und jetzt. Komm. Wo auch immer das war. Ach! Ich hab sogar einen Sprung gemacht, der hat nur den nicht an... Der hat sogar den Sound gespielt. Ob ich getroffen hätte, ist eine andere Sache, aber trotzdem. Ich hab einen Sprung gemacht. Aber so lernt man wenigstens die Steuerung zu schätzen, die man sonst hat. Das ist manchmal richtig lustig, hier einfach so per Kamera zu sehen, wie du rumspringst. Ja. Okay, jetzt aber. Langsam und jetzt diesmal schaffe ich's. Oh. Ja, aber wie kann ich denn überhaupt machen, dass muss ich da wirklich reinspringen? Ja, genau. Heutiges Sternziel 108 Sterne. Ich sage ja. Das ist richtig. Challenge accepted. Ja, das ist richtig, Günther.
Günther. Komm schon. Geh langsam und triff wenigstens. Das Problem ist ja auch, man hat eine gewisse Latenz durch Kinect. Das ist einfach so. Aber da hat jemand eine Frage. Oh Gott. Ja? Wer ist die Gastkommentatorin und was ist mit Edna spricht aus? Na, Edna spricht aus, das zählt nicht, weil ich habe in Wirklichkeit mehr Leben gehabt, als ich eigentlich hätte haben müssen. Ist zumindest jemandem aufgefallen. Der hat jetzt Pech.